Moin allerseits. Vielleicht wissen Sie es schon, aber ich erzähle es trotzdem nochmal. Die U3 wird saniert. 14 Monate lang von Ende Januar 2021 bis März 2022 wird die Strecke zwischen Hauptbahnhof und Baumwall gesperrt. Und ja, ganz ehrlich, das geht nicht anders. Sie denken jetzt wahrscheinlich, 14 Monate sind verdammt lang, aber die Bauplaner denken, 14 Monate sind verdammt kurz. Denn die packen da alles rein, was an Sanierungsmaßnahmen auf der gesperrten Strecke ansteht. Wenn schon, denn schon. Im Mittelpunkt steht der Tunnelausgang am Mönckedamm. Die Wände und der Boden aus Beton werden abgerissen. Die morschen Holzpfähle darunter werden durch 100 Stahlpfähle ergänzt, damit auch für die nächsten 100 Jahre alles sicher ist. Und dann müssen natürlich Boden, Wände und Gleise wieder neu aufgebaut und verlegt werden. Ende November sind die gröbsten Arbeiten am Tunnelausgang durch und das Ziel in Sicht. Ab März 2022 fährt die U3 wieder. Aber wie gesagt, in den 14 Monaten nehmen wir noch richtig viele weitere Maßnahmen in Angriff und machen richtig klar Schiff. Die Haltestelle Mönckebergstraße wird modernisiert, bekommt Aufzüge, einen extra Zugang und wird damit, wie zur gleichen Zeit die Haltestelle Rathaus, barrierefrei gemacht. Der 100 Jahre alte Tunnel zwischen Mönckebergstraße und Adolfsplatz wird auf 861 Metern saniert. Auf Tragwerken und Brücken wird der Korrosionsschutz erneuert und auch die Haltestelle Rödingsmarkt bekommt das volle Sanierungsprogramm. Gibt's ein Licht am Ende des Tunnels? Natürlich. Wenn im Frühjahr 2022 die U3 wieder fährt und wir bis Sommer alles wieder hübsch gemacht haben, ist die Hamburger Innenstadt noch barrierefreier, noch komfortabler erreichbar und noch attraktiver für alle. Noch attraktiver, sag mal, geht das überhaupt? Ihre optimale Ausweichroute während der Sperrung finden Sie auf hvv.de. Alle Infos zum Bauprojekt finden Sie auf hochbahn.de/u3-Innenstadt.